Hallo meine Trucker-Freunde und schön, dass ihr wieder am Start seid zu einer weiteren Mod-Vorstellung für den Euro Truck Simulator 2 in der Version 1.40. Haben wir den New Volvo FH5 2021 37 MB groß und ja, hier werden ein paar Kleinigkeiten geändert und das sieht man auch gleich auf den ersten Blick. Die neuen Scheinwerfer, die sehen echt schon, ja, sexy aus. Ja, das ist aber wirklich nur das, was ich jetzt gesehen habe. Falls ihr noch irgendwas gesehen habt, was hier neu ist, weil der Innenraum, der bleibt ganz normal Standard. Also da wurde jetzt nichts gemacht, aber wir können gerne darüber heute Abend um 20.30 Uhr reden. Ja, da bin ich wieder live unterwegs, ne? Dann können wir gerne darüber reden. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn dieser LKW irgendwann mal ins Spiel kommt. Dazu gibt es aber noch keine offiziellen oder inoffiziellen Mitteilungen, deswegen warten wir einfach mal ab. Gut, gehen wir mal zu unserem Volvo-Händler. Hier haben wir unseren LKW und das ist wirklich sehr, sehr marginal. Also man kann hier bei der Kabine XL, bei dem Fahrwerk 4x2, man kann ein paar Motoren ändern, ein Getriebe kann man ja anpassen, aber wie gesagt, der Innenraum, vielleicht wird es nochmal angepasst, weil das ist die 1.0 von diesem paar Lackierung. Oh, lassen wir es einfach mal hier so schön mausgrau und jetzt sehen wir die Punkte. Jetzt die Frage an euch, bringt es was, mit dem Truck einfach mal eine Tour zu machen? Schreibt das mal rein. Würde mich interessieren. Und schreibt natürlich mal rein, ob ihr heute Abend live dabei seid. So. Gut. Aber ich finde auf jeden Fall die Farbgebung hier wesentlich schöner als die Farbgebung mit diesem Eisenbahn-Klo-Gelb hier. Ne? Schon was ich meine. Aber Volvo? Oh, gefällt mir. Gut, dann gehen wir mal raus. Weil ich bin ja in der 1.41 und da habe ich ja gesagt, mit der Kamera kann man ja schon ein paar Spielereien machen. Und zwar, wir haben das Licht an und früher musste man immer mit der Konsole ein bisschen arbeiten. Jetzt könnte ich einfach mal sagen, sieht das aus, wenn ich das Licht ausmache. Man sieht hier, das kann natürlich sein, dass wir jetzt hier im Kameramodus sind. Und das ist, ja, geht eigentlich. Oder? Ja. Ja, jetzt mal wieder am Tag, im Schatten. Ah. Schmeißt auf jeden Fall keine Fehler, aber man sieht jetzt hier zum Beispiel, dass der Schatten noch nicht richtig ausmodelliert ist. Und das ist halt das Schöne, man kann ja wirklich mal jede Uhrzeiten so ein bisschen einstellen. Also der Schatten ist noch nicht richtig dargestellt. Ja, gut. Bietet uns aber erstmal den ersten Eindruck von diesem LKW. Jo, dann schauen wir mal. Ah, da braucht man nicht großartig jetzt hier rumdoktern. Das ist wirklich nur diese... Auf Basis des ganz normalen FH-LKW haben wir jetzt hier quasi die kleine Möglichkeit, dass die Lampen angepasst werden. Oh, ist ganz nett. Aber wenigstens hat er einen schwarzen Grill genommen. Sieht wenigstens noch ein bisschen sexy aus. Ja, falls ihr dann noch... Ach, hier kann man ja durchgucken. Ach, Jemini. Also, ja, ja gut. Ist vielleicht, ja, wegen Gewicht einsparen, hat man gesagt, okay, dann wird man das dann nicht machen. Ich finde es lustig. Naja. Okay, warten wir einfach ab. Vielleicht werden wir den Mod einfach ein bisschen länger verfolgen. Oder wir sehen bald noch einen anderen. Vielleicht sogar original von SCS. Mal sehen, wer schneller fertig ist. Entweder SCS oder die Mod-Community. Was denkt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn wir uns heute Abend wiedersehen. Ich sage, haut rein. Macht's gut. Bye, bye.